Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und heute melde ich mich mit einem neuen Division 2 Video zurück. Und zwar werde ich jetzt die zukünftigen Änderungen, die wieder auf uns zukommen werden, mit euch diskutieren und euch alles zeigen, was der Lead-Entwickler hier auf Twitter so gepostet hat die letzten Wochen. In nächster Zeit könnt ihr wieder vermehrt Division 2 Videos erwarten. Die Sommerpause ist bei mir quasi vorbei. Ich habe ein bisschen Energie gebraucht, den Tank aufzuladen, in der Sonne gechillt und so weiter. Aber jetzt bin ich eben zurück und ihr könnt wieder wie gewohnte Anzahl der Videos auf meinem Kanal für Division 2 erwarten. Anfangen tun wir mal mit der Schlagzeile bzw. der Lead-Entwickler fragt auf Twitter, warum denn die Lady Death mit Adrenalin, Rush und Einschüchtern so stark ist. Anscheinend spielt er das Spiel nicht, sonst würde es er wissen. Er fragt, ob es nicht zu viele Deckung gibt, zu viele Blockers, dass die ganzen Tanks auch die den Abstand zu euch leicht verringern können, und das ist eine rhetorische Frage, sagt er, aber es sind 1000, ja, es steht jede Meter eine Deckung. Im Vergleich zu Division 1 ist das ein Wahnsinn, das kreide ich Ihnen schon seit der Beta an. Ich sage, viel zu viel Deckung hier, man kann nicht schießen, und ja, jetzt schauen wir sich das mal an. Hier haben wir jetzt nochmal ein Division 1 Video in der Dark Zone zum Beispiel, wie viel Deckung es hier gibt. Ihr seht, man kann hier auf die Weite eigentlich die Gegner töten, locker, weil wenn er einen blöden Move macht, dann ist er tot und hat nicht jeden Meter eine Deckung. Die nächste Deckung ist so weit weg, dass ich mit der Granate gar nicht mehr sehen kann, wie viele Meter es sind. Und jetzt schauen wir das mal an, in Division 2, Deckung über Deckung. Wenn ich hier jetzt schießen will, na viel Spaß, da sind nur Bäume und irgendwelche, ja, Gegenstände im Weg. Wie soll ich denn hier jemanden auf die weite Distanz erschießen? Außer er stellt sich wirklich blöd an und er fragt dann wirklich, ob es zu viele Deckungsmöglichkeiten gibt. Eine andere Sache ist, schaut euch mal den Rückstoß in Division 1 an. Boom. 20 Schüsse geschossen, 25, und die Waffe ist am Aufschlag oben. Das gleiche hier nachher noch mit der Haus. Und wenn man das dann in Division, ja, 2 vergleicht, ist ein Witz. Das nächste ist das Schild in Division 1. Konnte man das nur mit der Pistole nutzen und bräuchte, wenn man das wirklich mit MP nutzen wollte, ein 4er Gearset. Da muss man wirklich alles drauf aufrichten auf das Schildset. Da hatte man keinen Schaden mehr, weil man eben, ja, alles auf das Schild aufgebraucht hat. Man hatte eigene Talente, man musste sie aussuchen, dass man Teamtalente gibt, in deinem Teamkollegen Medikit, verringere den sein Cooldown, wenn man ihnen eine Heilung gibt, und so weiter und so fort. In Division 2 hat jeder einfach, ja, jeder hat alle Talente frei, und deswegen gibt es auch weniger, ja, Build-Diversität. Und er sagt auch noch, da fragt ihm einer, wenn einer ein EMP hat und er hat einen 6er Skill, das wird zerstört im PvP, und sie sagen, ja, das wollen sie im Title Update 11 ändern. Das finde ich gut, weil es musste sein, jeder Tier 1er Puls kann eben, ja, den 6er, ja, die 6er Fertigkeiten zerstören, und das sollte auf keinen Fall sein. Aber das habe ich schon das höre ich schon seit Monaten, dass sie das ändern wollen, und es ist jetzt, sie sind wieder nicht fix, dass das mit dem nächsten Update kommt, mit Title Update 11. Sie probieren es, aber ja. Und er fragt, what is so AIDS about TU10? Dann schreibt dann einer, ja, da ist eben keine Bilddiversität, jeder rennt mit der Lady Death herum, Adrenalin Rush und eben einschüchternd, dann auch noch mit dem Einschäumer und Schild, und das ist einfach alles nichts, und man braucht wirklich alles auf Gefahrenschutz, damit man den Einschäumer kontern kann, was ich nicht verstehe. Einer, der investiert nichts in Fertigkeitenstärke, hat den Einschäumer mit, und du musst dein ganzes Set darauf aufbauen, dass deinen Nullerskier hier kontern kannst. Ja, man merkt, die Entwickler sind hier nicht wirklich hier mehr, ja, die Spieler spielen einfach selber nicht. Da sagt noch einer, ja, der Einschäumer ist ein Wahnsinn eigentlich, die haben alles genervt, Hüftfeuer, alles, und dann sagt der Entwickler Beinhardt, ja, man ist halt nicht lange quasi eingeschäumt, und du kannst dich sogar noch, ja, verteidigen, indem dass du schießt oder ausbrichst. Na, viel Spaß beim Ausbrechen. Also wenn einer auf dich schießt, bist du sofort tot. Und das sollte nicht sein mit den Einschäumer. Und dass der Entwickler sagt, dass man schießen kann, wenn man eingeschäumt ist, naja,
Na, viel Spaß, probier's mal, Entwickler, und dann wirst du sehen, wie oft du am Boden liegen wirst. Da schreibt wieder einer, ja, wie gesagt, die ganze Community sagt, Adrenalin-Rush ist zu stark, der Einschäum ist zu stark, das Chill ist zu stark und der Einzige, was das nicht sagt, ist der Entwickler. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Und er hört nicht auf die Community, was ist denn los mit ihm? Und er sagt, ja, das ist eben gegen das Chicken Dancing, der Konter quasi, ja, aber dann mache ich den Konter, aber nicht im Tier 0. Im Tier 0 darf das kein freier Kill sein, das versteht der Entwickler nicht. Und dann sagt er noch, die Ironie ist, dass der schon immer im Spiel war und warum ist es jetzt so populär? Na, weil die Time to Kill einfach für, ja, zu kurze, sagen wir mal so freundlich aufgedrückt, und wenn man eingeschäumt ist, ja, das ist sowieso nichts. Und dann hat man gar keine Chance mehr. Das sollte eigentlich der Konter eben fürs Chicken Dancing sein. Und dann schreibt er, der Konter ist auch noch ein Hazard Protection Build oder ein Booster Hive. Also ich muss ein 6er Tier Booster Hive nehmen, dass ich ein 0er Skill Tier von einem Gegner hier kontern kann. Macht Sinn, oder? Der eine muss nichts investieren, ich muss alles investieren oder mein ganzes Set auf Hazard Protection aufbauen bzw. Gefahrenschutz. Macht auch keinen Sinn, und ein 0er EMP kann sowieso wieder meinen Booster Hive zerstören. Auch wieder, der muss nichts investieren. Und ich habe alles investiert und meins ist zerstört. Dann sagt einer, ja, 1% der Player Base gibt hier dir das Feedback, und er unterdrückt quasi alles, was die Community sagt. Und er sagt, I do listen, also er hört zu, aber das ist halt die toxische Community, sagt er. Und er hört nicht nur auf die lautesten Spieler, sondern auf alle. Naja, dann hört er wahrscheinlich auf die meisten, die hier kein PvP spielen. Ich höre so viele, ich sehe auf YouTube, werden mir Videos vorgeschlagen von Leuten, die machen PvP-Videos. Ja, die spielen nicht mal PvP. Und er sagt, in einer Sekunde kannst du ausbrechen. Naja, wenn vor mir drei Agents geschäumt sind und können sich nicht bewegen, dann liegen in einer Sekunde mindestens zwei Agents. Ja. Und er sagt, wenn er den Schäumer noch mal stärker macht sogar, dann wollen alle seinen Kopf haben, dass er gefeuert wird. Ja. Und er sagt aber, man sollte auch sich Gedanken machen, dass man sich nicht selber einschäumt. Das wäre nicht so schlecht, weil brennen tut man auch selber. Wieso ist man dann nicht selber eingeschäumt? Versteht man nicht. So wie beim Schild. Das Schild, wenn ich das Schild ausrüste und habe Gefahrenschutz, wird das Schild nicht mehr zerstört. Wenn ich jetzt 100% Gefahrenschutz habe als Heiler, wird die Box trotzdem zerstört. Das Spiel ist nicht konstant. Eine Fertigkeit wird zerstört, eine nicht. Ja, was soll ich machen? Er sagt, wenn die Heilung da zum Beispiel auch nicht ausreicht auf deinem Set, dann brauchst du eben mehr Heilungsattribute. Und da sagt er, wir sollen mehr Heilungsattribute nehmen. Aber wie soll ich das machen als Heiler, wenn ich immer eingeschränkt bin und sofort tot bin? Ich muss alles auf Fertigkeiten ausrüsten, alle Attribute auf Reparaturfertigkeiten, bin eingeschäumt. Hat keinen Sinn, das zu spielen, beziehungsweise sehr wenig, außer die spielen nicht gut zusammen. Er sagt, das ist keine Time-to-Kill-Debatte auch noch. Wenn du eingeschäumt bist, dann solltest du auch sterben. Aha. Also bei jedem Fertigkeiten Tier 0, ja, bei jeder Fertigkeit, die Tier 0 ist, sollte man also sterben. Das macht da gar keinen Sinn. Und dann sagt er wieder, du kannst das ganze Konter mit Gefahrenschutz, wenn du ja, Nahkämpfe hast in der Dark Zone, wie gesagt, vorher gezeigt, es sind viel zu viele Blockers in der Mitte bzw. Gegenstände. Es ist jeder Fight auf Nahdistanz, außer du hast irgendwas, was auf die Long Distance irgendwann one-shotten kannst. Es gibt keine Fights mehr. Ich würde es mir auch wünschen, dass es hier, die sollen 50% hier der Deckung weggeben. Ich wär dafür. Dann könnte man endlich wieder auf lange Distanz kämpfen. Und dann sagt er wieder, ja, der Einschäumer ist halt nur für die Nahdistanz gemacht. Ja, es gibt Entwickler, hallo, nochmal, es gibt keine Kämpfe auf die weite Distanz. Und ich möchte nicht mein ganzes Set ganze Zeit umbauen für einen Fertigkeiten Nuller Tier. Der muss nichts investieren, ich muss alles investieren. So wie beim Schild, das kann nicht sein, dass jeder Schildtyp hier rumrennen kann mit Waffen. Das skaliert dann auch noch mit den blauen Attributen, das ist ein Tankset. Jetzt skaliert das mit den blauen Attributen, der hat ein 6er Tier Schild. Das Schild hat 6 Millionen Lebensenergie. Wenn ich jetzt mein Schild ausrüsten würde, mir ist das zu blöd, ich gehe nicht mit der Meta mit, ich sterbe lieber 100 Mal, bevor ich hier ein Schild und mit diesen komischen Einschäumer spiele, macht mir keinen Spaß. Wenn man es nicht spielt, ist man eh der Idiot, aber was soll man machen?
ich habe jetzt momentan in meinem Set 1,3 Millionen Rüstung und wenn ich das Schild nehme, weil ich dreimal blau habe, hätte das Schild 4 Millionen Lebenspunkte extra. Also quasi dreimal meine Rüstung, nur weil ich das Schild ausrechne. Wie soll jemand gegen mich gewinnen, wenn ich ein Schild ausrüste, das was er nicht EMP kann? Geht nicht. Der muss sechsmal mehr treffen als ich, weil ich so viel mehr Rüstung habe, nur durch das Schild und ich muss nichts investieren. Jetzt sagt er noch, er akzeptiert. Es kann eine Herausforderung sein, die Distanz zu halten. Aber mit einem kompletten roten Bild sollte man eben die Leute auf die weite Distanz hier weghauen. Und Division ist ein RPG, erstens ein RPG, zweitens ein Shooter. Ja, wir wissen es. Steine, Schere, Papier. Einer macht das, einer macht das. Ja, das war bei Division 1 so. Man konnte es, das war wirklich so. Ja, gib mir Booster, ich kann Farm, Defi, ich konnte Leute aufheben, Ulti nehmen. Okay, ich brauche Medikit, der Teamkollege drückt mir sofort Medikit. Ich konnte selber reagieren mit Medikits. Es gab so viele Sachen, ich konnte mehr strategisch spielen, ich bin zurückgelaufen. Okay, die kommen um die Ecke, ich mache die jetzt auf die weite Distanz weg. Geht alles in Division 2 nicht mehr. Aber jetzt nochmal was Wichtiges, und nachdem das die Community eh schon ganz fertig macht, hat er dann gesagt, sie werden vielleicht den Gefahrenschutz verdoppeln. Wieso verdopple ich den Gefahrenschutz nur für einen Fertigkeiten 1er Set? Ich verstehe es einfach nicht. Dann sagt auch einer, ja, dann werden Skillbuilds komplett ja, für den Hugo sein, weil wenn man noch mehr Gefahrenschutz hat, wie gesagt, sie haben jetzt alles genervt, nur eben den Einschäumer nicht. Und sie ändern alles nur wegen den Einschäumer, weil der Entwickler sagt, nein, der Einschäumer ist okay, wahrscheinlich rennt er rum und freut sich, wenn er irgendwem getötet hat. Und da sagt er wieder, es ist immer ein Schere-Stein-Papier-Prinzip in Division. Ja, aber wie gesagt, das gibt es nicht. Blaue Builds sollten gelbe Builds auffressen, Yellow Builds sollten rote Builds auffressen und so weiter. Nein, blaue Builds fressen hier alles auf. Das blaue Bild mit dem Schild ist unzerstörbar, hat so viel Rüstung und macht noch so viel Schaden mit Adrenalinrausch und mit Einschüchtern, mit Lady Death in der Kombination. Man muss hier ein bisschen was machen. Ein anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist, es werden die ganzen Mod-Slots generell gemacht. Also ihr habt jetzt nicht mehr, zum Beispiel auf dem Alp Summit, nur mehr gelbe Mod-Slots, auf die Angriffs-Gear-Sets nur mehr rote Mod-Slots. Nein, es wird wieder generelle Mod-Slots geben und da könnt ihr quasi auf jedes Marken-Gear-Set-Teil dann eure Mod-Slots eurer Wahl dann raufgeben. Das finde ich mal gut, weil es ist ein Wahnsinn und da fragt noch einer, ob man, wenn man die Mod-Slots gerollt hat, ob man dann stattdessen, wenn die jetzt general werden, was anderes dann noch rollen kann. Und ja, der Entwickler sagt, das ist die Intention. Yes, ihr solltet es nochmal rekalibrieren können. Er ist sich wahrscheinlich dann auch nicht sicher, sie haben es vor, aber mal schauen, ob es das dann, ja, ins nächste Title-Update schafft. Man kann es nur hoffen, ich bin froh, weil ich habe sehr oft den Mod-Slot gerollt, da werde ich mich um einiges verbessern und das finde ich mal eine gute Kombination, weil so bin ich nicht mehr ja, gezwungen, dass ich manche Sachen spiele. Okay, von dem Set, zum Beispiel vom Group aus dem Damage Dealer, das gibt mir 15% mehr Crit Damage, da kann ich keine Weste spielen, keine Maske und keinen Rucksack, weil das immer gelber Modslot hat und ich möchte das aber nur eben für Damage spielen. Also bin ich mal gezwungen, da eigentlich den Holster zu nehmen, weil ich Knieschoner und die Handschuhe von Nehmt spiel, weil das ist ein Must-Have, dass sie das nicht runterpatchen, ja. Weiß man auch nicht warum, jeder spielt, ich spiele mit Petrov und Overlord und spiele nicht mal ein LMG oder ein Rifle, es ist komplett unnötig, aber ja. Dann fragt jetzt noch einer, ob eben die Lebensenergie so ein bisschen Liebe bekommt, und er sagt quasi, ja, wenn es sich von der Zeit ausgeht. Vor ein paar Monaten habe ich gelesen, sie wollen das blaue Attribut komplett überarbeiten, mal schauen, wie weit sie sind. Und hier ist jetzt nochmal die Antwort dann von Entwickler, was er über Adrenalinwasch und Einschüchtern sagt. Er sagt, das ist super balanced, weil ihr müsst ja unter 10 Meter sein und ihr habt dann minus 2 Talente auf plus 10 Metern. Deswegen ist das okay, wenn das stark ist, dann müsst ihr einfach nur auf die weite Distanz quasi so kämpfen. Das ist seine Antwort, wie wir das gesehen haben. Geht das ja sehr gut mit jede 2 Meter irgendwas dazwischen, wo man nicht mal drüber schießen kann. Ja, und dann hat eben einer noch geantwortet drauf und er sagt, ja, das waren gute Punkte, was er aufgezählt hat, eben, man kann das nicht kontern, weil die am Schild
es gibt so viel Deckung, die sind zu tanky, vergiss es einfach, ja. Und dann sagt er, ja, das kann man sich überlegen, deine ganzen Angaben. Na, mein Entwickler, was probieren hier die ganzen Leute seit Wochen zu sagen? Dann sagt er, ein Skillset sollte immer sich tanky anfühlen, ja. Dann macht es bitte, ich verstehe die Intention dahinter, dass man das auf blau macht. Als Shieldset-Typ will man eben tanky sein, verstehe ich. Und deswegen hat man blaue Attribute, deswegen skaliert das Schild hier mit den blauen Attributen, aber im Gameplay selber, es ist einfach nicht so. Der muss nichts investieren, hat ein super Schild und macht etwa noch Schaden. Ein Wahnsinn. Dann schreibt noch einer, die Lady Death ist wahrscheinlich das größte Problem. Das sehe ich auch so, die muss ein bisschen runtergesetzt werden und das in Kombination mit Adrenalin Rush. Das Rucksack-Talent, das gibt dir Rüstung, du musst nichts dafür machen. Dann gibt es Blutsauger, da kriege ich 10% Rüstung, wenn ich wem töte. Und dann gibt es Adrenalin Rush, das gibt mir 20%, nur wenn ein Gegner in der Nähe ist. Macht Sinn, oder? Dann sagt er, Tier 1, EMP, Destroying, also zerstören alle Fertigkeiten, stimmt nicht, weil das Schild kann ich mit meinem Nuller-Tier nicht mehr EMPen. Entwickler, spiel bitte dein Spiel selber. Es ist, die Inkompetenz tut mir mittlerweile hier schon weh. Aber es ist an seiner Liste, was er fixen will oder beheben will. Und er hofft, das geht sich aus für Title Update 11. Wann das kommt, wissen wir nicht. Das ist Division, es gibt keinen Fahrplan. Ja, es hat sich nichts getan in der Sommerpause, ich weg war. Da sagt noch einer, ja, eben wegen den generellen Modslots. Und wie gesagt, es gibt keine roten, blauen und gelben Restriktionen mehr. Und du kannst zum Beispiel einen blauen Modslot in einen Araldi-Rucksack jetzt reinhauen. Ja, endlich, 1,5 Jahre später. Ich glaube, die Community hat genug hier herumgeweint, schätze ich mal. Gute Änderungen. So, das war's jetzt von den neuesten Division 2 News. Ich glaube, morgen findet ein State of the Game statt. Natürlich werde ich euch die neuesten Informationen wieder präsentieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist eure Meinung gefragt. Was sagt ihr über das Adrenalin Rush? Einschüchtern, Kombi mit einem Einschäumer, Schild? Ja, schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Über ein Like, über ein Follow würde ich mich freuen. Und dann melde ich mich dann mit dem State of the Game wieder zurück. Ciao, ciao.